Beim Flyer geht es vor allen Dingen darum, nicht zu versuchen, vollumfänglich zu informieren, sondern die wichtigsten Informationen gut strukturiert herauszustellen. Das heißt, der Empfänger des Flyers sollte schnellstmöglich die wesentlichen, für ihn wichtigen Informationen, hier auch besonders die Nutzerperspektive wichtig, erhalten und ohne großen Zeitaufwand zum Ziel kommen. Word und so ist eben eine schlechte Idee. Word an sich ist eine Textverarbeitung oder ein Textverarbeitungsprogramm und eben für diesen Zweck limitiert. Es hat gewisse Layout-Fähigkeiten, was einige dazu verleitet, das auch dafür zu nutzen. Man kann Kästen setzen, Bilder einfügen etc. pp. Das ist aber kein professionelles Layout-Programm. Marktführer ist Adobe mit InDesign und das ist eben verbreitet bei Layoutern, bei Designern, Druckereien und so weiter. Und damit sollte auch gearbeitet werden. Und das ist auch das Format, mit dem man sicher fährt, wenn man einen Flyer in dem Format layoutet, auch Dienstleister zu finden, die damit arbeiten können. Existieren Corporate Design Vorgaben, die mir im Grunde einen Rahmen liefern, eine Anleitung liefern, dann geht das Ganze etwas zügiger, dann sollte ich auch als Nicht-Profi in ein, zwei Tagen durch sein, gesetzt im Fall, ich weiß, worum es geht und fange nicht bei Null an, sprich Inhalte liegen vor, Bildmaterial, Text und so weiter. Profis, die können da entsprechend schnell ans Ziel kommen. Ja, also Dean Lang ist nach wie vor der All-Time-Favorite, wenn man so möchte, und natürlich auch bedingt durch das praktische Format und durch die mit einhergehenden Versandkosten komfortabel. Trends insofern, als dass auch die einzelnen Anbieter mutiger werden, alternative Formate zu wählen. Also abseits von DIN-Formaten, auch mal mit Stanzungen, aufwendigere Veredelungen, um eben aus der Masse herauszustechen.